Sure. Ah ja, das ist die obere Seite des der Taverne. Und ich habe es ihr noch gesagt, das ist nicht die Pistole. Oh ja, zum Schmied sollten wir auch als nächstes dann gehen. Urgast, Söldner, Schwertkämpfer, da sind wir reingekommen. Hier in das Haus könnten wir rein. Oder hier mit einem Dörfler reden. So, von der Wirtin haben wir jetzt mal erfahren, wo was hier liegt. So tue ich das mal herausreden, was wir hier für Orte haben. Schmiede Schwarzer Hammer, genau da wollen wir als nächstes hin. Und dann können wir uns die einzelnen Häuser hier ansehen. Viele gibt es ja nicht. Und in manche können wir sogar gar nicht rein. So, Berlats Glocke. Das hier müsste die Schmiede sein, genau. Schmiede Schwarzer Hammer. Oh, für eine Schmiede scheint es hier viel zu los zu sein. Gemeiner, Wächter, okay. Lehrling. Wieder Leute, denen wir in die Seele gucken können. Gehen wir erstmal zum Händler. Dieser Mauer ist beeindruckend gebaut und trägt Turmhoch über den Tresen. Seine Hautfarbe ist so dunkelblau wie die Tiefsee und seine kräftigen Arme sind voller definierter Muskeln. Sein kantiges Gesicht, das gleichermaßen mit Ruß und ausschweifende Tätowierungen bedeckt ist, wird von kleinen Ohren eingerahmt. Er lächelt dir breit zu, als du dich näherst. Willkommen. Du bist das erste neue Gesicht, das ich seit geraumer Zeit gesehen habe. Was kann ich für dich tun? Ist das da dein Geschäft? Ist es. Gibt es hier schon seit fast 20 Jahren. Über Jahre habe ich schon alles Mögliche gesehen. Glückliche Begebenheiten, weniger glückliche. Tuantano wirft die Wache, die an der Mauer gezwungen hat, einen Blick zu. Aber die Schmiede Schwarzhammer gab es hier immer noch. Was hast du denn im Angebot? Ich fürchte, du kommst zu einer seltsamen Zeit. Das Angebot ist nicht mehr das, was es einmal war. Trotzdem haben wir noch gute Waffen und Rüstung zu verkaufen. All das haben wir hier in Schwarzhammers Schmiede hergestellt. Was ist hier passiert? Wir haben einfach nicht genügend Vorräte dafür. Auf die nächste Lieferung warten wir schon eine Woche und es gibt keinerlei Anzeichen auf ihren Verbleib. Ich muss vermuten, dass sie von Banditen überfallen wurde. Die Straße nach Osten ist voll mit ihnen. Vielleicht sind beide Arbeiter mit dem Wagen auch selbst über alle Berge gegangen, um die Waren zu Geld zu machen. Tuatanu schnaubt verächtlich, als ob sich dieser Haufen das trauen würde. Er hat recht wegen der Banditen. Die entsetzliche Situation in Dörfern wie diesem und der Exodus in die Städte haben skrupellosen Zeitgenossen viel zu viele Möglichkeiten eröffnet. Okay, es ist schon mal toll, dass sich die anderen Chars mit einbringen. Tuatanu denkt nach und kratzt sich am Kiefer. Wenn du zufällig auch in diese Richtung unterwegs bist, könntest du vielleicht auf einen Güterwagen aufpassen oder zumindest auf bei der Lieferung. Ich erwarte, dass sie die Abkürzung durch die Schwarzau nehmen und dafür gibt es nur eine gute Straße. Nach Lage der Dinge gehen die meisten unserer Waffen an euer Gnaden Fürst Rätrig. Darunter blickt zu der Wache, die am nächsten steht. Und so soll das auch sein. Für Außenstehende bleibt aber nicht viel zur Auswahl übrig. Wir haben einfach nicht genügend Eisen. Ich werde sie heilen und wieder gesund zurückbringen, weil wir brauchen Geld und wir brauchen Waffen. Woraus ist der Wagen aufgebrochen? Wir haben den Wagen mit Waffen nach Neu-Homa geschickt. Danach machte er einen Bogen durch Stammheim und andere Orte, um Vorräte einzukaufen. Der kürzeste Weg führt durch die Schwarzauen und dann durch die Wildnis im Norden. Tuantanu schüttelt den Kopf. Hier ist der Händler durchgekommen, der sagte, sie hätten es bis nach Stammheim geschafft. Also seitdem habe ich nichts mehr gehört. Ich werde sie heil und gesund wieder zurückbringen. Ich würde es trotzdem zu schätzen wissen, wenn du es versuchst.
Wenn du mir zumindest die Freude zurückbringst, dann werde ich dir viel mehr anzubieten haben. Für den Anfang bekommst du gleich einen Rabatt. Und solltest du meine Arbeit erwähnen, so gib ihnen für mich einen ordentlichen Schlag auf die Birne. Okay, Schmiedelieferung. Aber wir brauchen auch Zeug. Ich würde gerne deine Waren sehen, natürlich. Du bist eine Arbalest. Du bist aber etwas teuer. Du bist eine Armbrust. Kriegsbogen, Säbel, Schilde. Seil und Hinterhaken, Brecheisen. Schuppenpanzer, Krittenrüstung, Brustharnisch. Kriegsbogen. Jennas Lanze, Campingbedarf. Okay, gucken wir erstmal, was wir verkaufen können. Sowas wie die Lederrüstung hier zum Beispiel, die Kutte, das Ding. Dann aus dem Lager möchte ich einiges loswerden. Wie zum Beispiel Dolche. Ach, die klicke ich einfach mal so an. Kleine Schilde brauche ich auch definitiv nicht. Und solche mittleren Dreieckschilde auch nicht. Dolch weg, Dolch weg. Die Speere braucht auch niemand. Oh, ein Spiel, dem man Keulen verkaufen kann. Entschlossenheit zweihändig. Was bist du? Ein Kampfstab. Okay. Ah, die Intellektbögen kann ich alle bis auf einmal verkaufen. Streitaxt, Rapiere brauchen wir nicht. Streitkolben, noch so ein Speer. Du bist eine Mordaxt, okay. Noch ein Dolch, noch irgendeine andere Axt, ein Stilett. So, rüstungsmäßig. Einfache Kleidung ist 20 Münzen wert. Gambazon braucht auch keiner. Rohhautrüstung auch nicht. Den Schuppenpanzer, den hebe ich mal auf. Und Lederrüstungen. Behalte ich mal die beiden. So, hier haben wir den Hut, gefütterte Haube und den offenen Helm, den wir nicht brauchen. Obwohl halt den Helm, den nehme ich zurück. Kochzutaten, die wir nicht verkaufen können. Sonstiges. Fackeln sollten wir behalten. Sollten wir immer eine dabei haben. Und hier will ich nichts verkaufen. So. Haben wir schon mal Geld gemacht. Oh, wir können in der Stadt doch jetzt aufs Lager zugreifen. Wie sieht der Helm aus? Seltsam. Der kommt mal weg. Du hast ja deine Kutte an und du hast eine verzauberte Rüstung. Und der Bogen kann auch mal weg. Und das Ding. So. Gut, wir haben einen neuen Auftrag. Gucken wir uns mal die beiden Jungs hier an. Seelerkunden. Du siehst einen Mann, der heimlich und alleine hinter einer Reihe ungeschnittener Büsche kauert. Seine Augen sind auf eine ebenso wunderschöne wie schreckliche Delemgang gerichtet, die mit halboffenen Augen ein Lied summt. Auf ihrer Schulter sitzt ein sanft tränender Vogel mit fantastischem blau-orangefarbenen Gefieder, was den Mann völlig entzückt. Die Beschaulichkeit der Situation wird durch das erschrockene Krächzen des Vogels zerstört, als der Mann zittert und zögerlich aufsteht. Die Lemgans lächelt ansatzweise und winkt ihm mit zwei zweigartigen Fingern zu sich. Oh, so eine Art Dryade wahrscheinlich. Während er sich hier nähert, sagt sie kein Wort aus dem Mund, aber kommen Geräusche der Ehrfurcht und Bewunderung. Neckisch und verführerisch wartet sie auf ihn. Und mit quälender Langsamkeit steht er endlich vor ihr. Dann ändert sich etwas. Sie sieht etwas schlaff von seiner Seite hängend. Sie sieht etwas schlaff von seiner Seite hängen und beginnt zu zischen.
Ihre Finger sind plötzlich zu Klauen geworden und ihre Augen schwarz vor Hast. Zu seiner Axt oder seinem Zauberbuch zu greifen, dafür bleibt ihm keine Zeit. Und kaum hat sie zugeschlagen, ist er auch schon verschwunden. Der einzige Beweis ihrer Existenz, das zitternde Wrack am Boden. Er schnappt sich sein Zauberbuch trotzdem und beginnt zu singen. Die Worte aber, Worte einer magischen Sprache, seiner eigenen Vorstellung, die er in wahnsinniger Kurzschrift hineingekritzelt hat, klingen hohl und die Stille setzt sich unvermindert fort. Er dreht sich um und zuckt vor jemand oder etwas mit dem Achsel. Aber wenn dort etwas ist, so kannst du es nicht sehen. Das wird der Mann hier gewesen sein. Und der ist Zwerg hier. Du siehst, wie eine Gruppe Abenteurer von Xaurims umzingelt und angegriffen wird. Dieser Mann ist bei ihnen, zeigt angesichts des Kampfes aber scheinbar Unbekümmertheit. Naja, wir haben schon gemerkt, diese Xaurims, so eine Art Goblin, Echsen-Goblins, sind nicht gerade sehr stark. Dieser Mann, wie er so inmitten seiner Kameraden steht und mit fast glücklicher Miene singt, scheint er vom Geschehen losgelöst zu sein. Seine Stimme ist mächtig und tief und dort wie ein perfekter Gegensatz zum Chaos der Schlacht über die Kämpfer hinweg. Das Schlachtfeld ändert sich mit jedem seiner Sätze. Seine Verbündeten leuchten in blau pulsierendem Licht, auf das die Xaurims um sie herum einfriert. Aus dem Boden erhebt sich ein flammender Scheiterhaufen, der die Kreaturen zerschneidet und verbrennt und sie in alle Winde zerstreut. Einer der gefallenen Xaurims explodiert plötzlich, als drei riesige Maden aus seinem Körper krabbeln und die verbliebenen Feinde attackieren. Völlig gefesselt von der Freude des Augenblicks singt der Mann weiter, bis schließlich nur noch einer der Kreaturen steht. Als sich der Mann ihr immer noch singend nähert, bleiben seine Verbündeten zurück. Er greift sich seinen Hammer und zieht ihn gegen den Xaurim durch. Sein Satz endet genau, als der Hammer den Schädel einschlägt und damit den Zauber unterbricht und sein Lied beendet. Also entweder so ein Medium oder ein Sänger. Also von der Klasse her. Ziemlich freakige Welt, muss ich sagen. Okay, bei dem konnten wir jetzt leider nichts Interessantes kaufen. Ich habe hier auf eine Arbaliste oder ein... oder ein Gewehr gehofft, eine Akebuse. Gucken wir mal, bei wem wir noch vorbeigehen können. Straße nach Osten, Ingroids Haus. Können wir mal kurz auf die Übersichtskarte gucken. Da ist Goldtal. Talholz hatten wir hier. Xylantlis. Tagebuch. Vision von Geflüster. Ah ja, etwas ausruhen wollen wir allerdings noch nicht. Tuatano, der Schmied von Goldtal, wartet schon seit langer Zeit auf eine Lieferung. Er sorgt sich, dass der Wagen, der auf der östlichen Straße nach Goldtal unterwegs war, etwas passiert sein könnte. Tuatano hat mich gebeten, seinen Vorratswagen der Schmiede Schwarzer Hammer aufzuspüren, der die Schmiede schon vor mehreren Tagen hätte erreichen sollen. Er vermutet, dass sie wohl den Schwarzauen, die südöstlich von Goldtal liegen, eine Spur finden könnte. Das wäre also hier wahrscheinlich die Stadt verlassen. Aber ich will mich erstmal weiter hier umgucken. Wir könnten hier nach unten gehen. Oh, hier ist auch wieder einer mit Vision. Die Seele erkunden. Du siehst eine Dreieckfahne hoch oben träge im Wind wehen, auf die eine aufgehende Sonne gestickt ist. Die Vorhut einer kleinen Paladin-Truppe, die Atmosphäre ist heiter, wenn auch maßvoll und die Elemente haben ihren Rüstungen noch nicht zugesetzt. Dieser Feldzug ist frisch, jung und voller Begeisterung und Eifer. Also der sieht auch aus wie ein Paladin. An ihrer Spitze steht ein Befehlshaber voller Rüstung, etwas plump wirkend, aber doch entschlossenen Schrittes. Trotz der Begeisterung seiner Mannen lächelt er nicht. Vielmehr steht er mit schiefem Mund und grimmigem Gesichtsausdruck da. Also ein richtiger Veteran wohl, hä? Er reißt eine Hand hoch und bringt seinen Trupp zum Anhalten. Als sich mit die tiefen Grollen dunkle Gewitterwolken zusammenziehen, werden sie still.
Er befiehlt ihnen, sich kampfbereit zu machen und auszuschwärmen. Augen huschen von Horizont zu Horizont, Hälse drehen sich, um den Ursprung des Geräusches auszumachen. In der Ferne heben sich Staub und Blitze vom Boden, als über ihnen rasch stygische Wolken zusammenziehen. Die Soldaten halten ihre Stellung, ihre nervliche Anschwärmung verrät allein ihre nervöse Atmung. Der Befehlshaber schließt seine Augen und ruft einen Segen auf seinen Trupp herab. Gestärkt und unbeirrt waren sie, während der Feind ihnen immer näher kommt.